Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ich bin Lea Herrmann. Ich habe den Roman Hirnweh geschrieben. Es ist ein, wie ich finde, doch lustiger Roman über Krankheiten. Und zwar über den Reha-Aufenthalt einer jungen Studentin namens Hannah. Die hat ziemlich keine Lust auf Reha, weil sie wollte jetzt eigentlich ihr Studium fertig machen und kurz vor Ende des Studiums ist sie krank geworden. Sie hat nicht irgendwie Hüftprobleme oder irgendwas anderes, wo man denken könnte, das sind die typischen Reha-Leiden. Nein, sie hat Probleme mit dem Hirn. Und zwar hat sie eine Enzephalitis bekommen. Das ist eine Entzündung im Gehirn, die für neurologische Probleme sorgt. Jetzt war sie schon fast 3 Wochen im Krankenhaus und sie hätte gedacht, sie hat es jetzt endlich geschafft und darf nach Hause in die wirkliche Welt. Und jetzt muss sie aber nochmal 4 Wochen auf Reha. Das ist für sie quasi die Höchststrafe. Und von diesem Reha-Aufenthalt handelt eben Hirnweh. Und ich fange jetzt mal mit dem ersten Kapitel an, weil ich finde, da kommt man am besten rein. Die Nerven hängen wie weichgekochte Spaghetti im Wirbelkanal herunter, hatte mir der Arzt im Krankenhaus erklärt. Wird hineingestochen, flutschen sie normalerweise zur Seite, so wie wenn man versucht, eine einzelne glitschige Nudel in einem Topf kochenden Wassers aufzuspießen. Bei einer Lumbalpunktion können Nerven also eigentlich gar nicht getroffen werden. Eigentlich. Und wenn doch, tja, ein gewisses Restrisiko besteht schließlich immer. Ziel der Lumbalpunktion war es, mir mit einer feinen Nadel Nervenwasser aus dem Inneren des Wirbelkanals abzuzapfen und es dann im Labor untersuchen zu lassen. Ich hielt es eher für keine gute Idee, in diesen empfindlichen Teil meines Körpers herumzustochern. Und der Spaghetti-Vergleich konnte mich auch nicht wirklich beruhigen. Dass der Arzt noch so jung war, verunsicherte mich zusätzlich. Unter anderen Umständen hätten wir uns vielleicht mal auf einer WG-Party kennengelernt und nicht als Mediziner und Patientin im Krankenhaus. Aber weil ich wollte, dass herausgefunden wurde, was mit mir nicht stimmte, nickte ich einfach nur. Es war eh schon zu spät. Schließlich hatte ich das Dokument, das mich über mögliche Risiken wie Lähmungen, Blutungen und Bewusstseinsstörung aufgeklärt hatte, längst unterschrieben. Und unter der Hälfte der Beschwerden litt ich eigentlich eh schon. Also lehnte ich mich vor. Ich saß auf meinem Krankenhausbett und hatte ein blaues Kissen auf dem Schoß. Der Arzt desinfizierte die Stelle zwischen meinem 3. und 4. Lendenwirbel. Kurz roch es scharf. Ich schloss die Augen, krallte mich in das flache Kissen und dann ging es auch schon los. Ein fieser Pieks, gefolgt von einem ziemlich unangenehmen Druckgefühl. Zum Glück hatte ich nicht gesehen, wie lang die Nadel war. Bewegen konnte ich mich danach sogar auch noch. Dafür zieht es jetzt richtig übel in meinem unteren Rücken. Egal, wie ich mich auf den schönen, aber ungemütlichen Rattanstuhl im Wartezimmer setze, es wird nicht besser. Ich traue mich nicht einmal, die Beine übereinander zu schlagen, so weh tut es. Und es ist furchtbar stickig im Wartezimmer. Ich schwitze und schaue sehnsuchtsvoll zum Fenster. Daneben steht eine gigantische Monstera. Die schlechte Luft, die sich in der neurologischen Station der Bergblickklinik aus Angst und Ungewissenheit zusammensetzt, muss für sie wie Dünger sein. Wenn ich aufstehe, um das Fenster zu öffnen, starren mich die anderen Patienten bestimmt an. Das will ich nicht. Mit mir warten ein Mann mit dickem Brillengestell und eine Frau mit dunklen Haaren auf ihr weiteres Schicksal. Beide schweigen. Niemand blättert durch die veralteten Klatsch- und Tratschäftchen, die auf einem niedrigen Beistelltisch drapiert liegen. Wir sind alle viel zu angespannt für seichte Unterhaltung. Ab und zu kommen andere Patienten vorbei, die entweder nach links oder rechts abbiegen. Je nachdem, auf welcher Seite ihr Zimmer ist. Meines liegt rechts. Die Frau schaut immer so seltsam her, so als würde sie mich gleich ansprechen wollen. Ich schaue weg. Ich will nicht, dass sie mich anspricht. Ich will mit niemandem sprechen. Ich will nicht mal hier sein. Wenigstens sind die beiden noch gar nicht so alt. Die Frau ist höchstens 40, der Typ ein wenig älter. Er ist noch bleicher als ich und ich sehe schon aus wie ein Gespenst.
Ich fahre mit meinen Fingern über die Innenseite der rechten Armlehne. Dort, wo sie geschwungen endet, hat jemand etwas vom Rattan rausgezupft. Die Stängel sind ziemlich kratzig und spitz. Während ich in dem kleinen Loch herumpule und ebenfalls versuche, ein Stück abzureißen, wiederhole ich in meinem Kopf, was ich gleich dem Arzt sagen will. 4 Wochen Reha sind völlig übertrieben. Mir geht es viel besser. Das mit den Kopfschmerzen ist nicht so schlimm. Mir ist nur noch ein bisschen schwindelig. Zu Hause kann ich mich doch viel besser ausruhen. Ich nehme brav meine Tabletten und gehe in München zum Neurologen. Ich sehe da kein Problem. Ja, eine Win-Win-Situation. Ich könnte endlich wieder heim und jemand, dem es dreckiger geht als mir, würde schneller einen Reha-Platz bekommen. Meine Entzündungswerte sind wieder im normalen Bereich und ich hatte seit 19 Tagen keinen epileptischen Anfall mehr. Was soll ich also hier? Und schuld daran, dass ich nach 5 Schritten schon halb zusammenbreche, hat eh nur die Zeit im Krankenhaus. Ich lag knapp 3 Wochen fast ausschließlich im Bett, weil ständig Infusionen in mich hineinliefen. Obwohl mit meinen Beinen alles in Ordnung war, wurde ich in einem Rollstuhl vom immer selben Pfleger zu den Untersuchungen geschoben. Um das Thromboserisiko wegen meiner mangelnden Bewegung zu minimieren, gab es allabendlich eine Injektion. Gute Nachtspritze, hatte sie die Krankenschwester liebevoll getauft. Mein Bauch ist um den Nabel herum mit blauen Flecken verziert. Es sieht aus, als würde er schimmeln, wie Gorgonzola. 4 Wochen sind völlig übertrieben. Mein Mantra sage ich mir so lange auf, bis eine Patientin aus dem Arztzimmer kommt. Sie ist groß, hat schulterlanges Haar und trägt einen beigen Oversize-Pulli. Ich schaue sie verdutzt an, denn ich hätte nicht gedacht, dass hier jemand in meinem Alter ist. Meine Mutter und Schwester hatten doch recht. Ich bin nicht allein. Dann werde ich aufgerufen. Frau Dorr, bitte! Ich ziehe meinen Pullover zurecht und zupfe mir eins meiner dunklen Haare vom Ärmel. Ich will auf gar keinen Fall so krank und verlottert wirken wie die anderen Patienten, die in Trainingsanzügen und Adiletten an mir vorbeigeschlurft sind. Ich will mich meinem Schicksal nicht fügen. Fake it till you make it. Der erste Eindruck muss stimmen, um hier früher rauszukommen. Paul, ich bin hier Pfleger, stellt sich ein rundlicher, rothaariger Mann mit Knubbelnase vor, als ich ins Zimmer komme. Ich hatte mit einer Arzthelferin gerechnet, einer alten, fiesen, wie in einer flog über das Kuckucksnest. Sie sind eine der jüngsten Patientinnen, die wir hier je hatten, sagt der Pfleger, als sei es etwas, über das ich mich freuen sollte. Dabei war es nie mein Ziel, mit 22 schon schwer krank zu werden. So, dann wollen wir sie mal durchchecken. Enttäuscht, dass ich es nach fast 2 Stunden in der Klinik immer noch nicht bis zum Arzt und zur Anamnese geschafft habe, setze ich mich im kleinen Vorzimmer auf einen Stuhl. An den Wänden des schmalen Zimmers hängen Bastelarbeiten. Blumen, Sterne und kleine Traumfänger. Fast wie im Kindergarten. Bestimmt Werke von älteren Patienten, die Pfleger Paul zum Abschied geschenkt bekommen hat. Vorsichtig legt er mir ein Blutdruckmessgerät um. Im Krankenhaus trug ich so ein Ding 48 Stunden am linken Oberarm, als ich nach einem epileptischen Anfall auf die Akutüberwachungsstation verlegt wurde. Einmal pro Stunde pumpte es sich automatisch surrend und piepend auf, sogar in der Nacht. An Schlaf war eh nicht zu denken, weil im Nachbarzimmer ein frisch operierter Patient um sein Leben schrie. Ich habe von dem Blutdruckmessgerät immer noch einen fetten, grün-gelb schattierten Bluterguss. Generell sieht mein Körper wegen der Infusionszugänge so aus, als sei ich ein schwerst misshandelter Junkie. Noch ein paar Tage länger im Krankenhaus und mir wäre ein Zugang am Hals gelegt worden, weil meine Venen in den Armen komplett im Arsch waren. Vampir-Opfer-Look. 160, ganz schön niedrig, murmelt Paul und gibt meinen Wert in den Computer ein. Ich zupfe verlegen an meinem Pulli herum. Ich hätte ja auch gerne einen besseren Blutdruck. Dann werde ich auf die Waage gescheucht. Davor habe ich keine Angst. Durch die radikale Krankenhausdiät, bestehend aus undefinierbaren, quaderförmigen Aufläufen, Graubrot und dem Verzicht auf Nahrungsaufnahme, aus Ekel und Verzweiflung, habe ich sicher einiges abgenommen. Früher hätte ich mich nur in Unterwäsche auf eine Waage getraut. Und direkt nach dem Aufstehen, da ist man am leichtesten, vollkommen bescheuert. Ich hatte doch eigentlich nie Probleme mit meinem Gewicht. Das Ergebnis der Digitalwaage
erschreckt mich dann doch. Insgesamt fast 6 Kilo weniger. Für die kurze Zeit wahnsinnig viel. Das machen wir jetzt jede Woche, erklärt Paul grinsend. Als Antwort gähne ich. Heute Nachmittag können Sie sich einen Anwendungsplan abholen. Den gibt's sonst immer montagmorgens auf Ihrem Tisch im Speisesaal. Den Plan müssen Sie vor den Anwendungen vom jeweiligen Therapeuten unterschreiben lassen und Ende der Woche abgeben. Dienstagvormittag ist immer Sprechstunde, da sehen wir uns dann wieder. Aber jetzt kommen Sie erstmal so richtig hier an. Ich nicke überfordert. Hoffentlich kann ich mir das alles merken. Dann darf ich endlich zum Doktor. Er klickt gerade wie wild mit der Maus herum, als ich ins Zimmer komme. Wahrscheinlich sichtet er die Befunde aus dem Krankenhaus. Unterlagen, die mich betreffen, die ich allerdings noch nie gesehen habe. Er streckt mir seine Hand entgegen. Dr. Carstensen! Selbstbewusst quetscht der Arzt meine Finger. Er trägt einen dicken, goldenen Ehering. Frau Dohr, bitte setzen Sie sich. Der Arztbrief aus dem Klinikum ist ja höchst interessant. Da haben Sie ja einiges mitgemacht. Eine Enzephalitis haben selbst wir hier selten. Neugierig und erwartungsvoll starrt er mich an. Wegen seiner gebräunten Haut blenden mich die gebleichten Zähne. Er sieht aus wie frisch aus dem Urlaub, während ich mich wie ein gerade importiertes, exotisches Zootier kurz vorm Verenden fühle. Enzephalitis. Vor ein paar Wochen hatte ich davon noch nie gehört. Ich hatte in der Schule kein Latein, deswegen klang das für mich nach einer ekligen Pilzinfektion. Am Fuß oder so. Tatsächlich ist es aber eine Entzündung viel weiter oben. Nämlich im Gehirn. Dort, wo sich nie etwas entzünden sollte. Mein Abwehrsystem, die Blut-Hirn-Schranke, war aber ein schlechter Türsteher und hat ein Grippevirus passieren lassen. Das führte zu allerhand Durcheinander in Form von neurologischen Ausfällen. Wenigstens hatte ich kein hohes Fieber, da wäre die Lage noch dramatischer gewesen. Ich hasse es, dass mich Ärzte so faszinierend finden, lächle aber tapfer weiter. Das habe ich im Krankenhaus gelernt. Nur keine Schwäche zeigen. Dann gehen die Untersuchungen schneller vorbei und man muss sich keine dummen Sprüche anhören. Zum Glück geht es mir schon viel besser, sage ich. War das zu früh? Dr. Carstensen reagiert nicht mal und studiert lieber weiter meine Befunde. So schnell hat er sein Interesse an mir also wieder verloren. Die Zahl ihrer Entzündungszellen im Lykär war mit 97 ziemlich hoch, zitiert er aus den Akten. Wie alle Ärzte spricht er ziemlich schnell. Früher war Lykär für mich kein Nervenwasser, sondern eine Spirituose. Das war mir lieber. Sie haben 14 Tage eine antivirale Therapie mit Aciclovir bekommen, dazu gegen die Entzündung Cortison, CT und MR-Cerebrum altersentsprechender Normalbefund, soweit unauffällig. Ihr letztes EEG wurde vor 5 Tagen gemacht, das war ein bisschen durcheinander, da lassen wir noch eins machen. Er schaut wieder nicht zu mir, sondern beschäftigt sich mit den Virenstromwellen meines angeschlagenen Gehirns auf dem Computer. Oh fuck, bitte kein EEG. Ich dachte, das war's jetzt erstmal. Damit konnte ich mir die Reha schön reden. Wenigstens kein EEG mehr. Die Dosis ihres Antiepileptikums bleibt bei 2000 Milligramm. Die würde ich ungern so schnell senken. Auf ihrem Behandlungsplan kommen auf jeden Fall Ergotherapie als Gruppen- und Einzelstunde und Neuropsychologie wegen ihrer kognitiven Probleme. Ich habe keine kognitiven Probleme. Mein Gehirn ist genauso leistungsfähig wie früher, glaube ich zumindest. Ich war schon immer ein wenig schusselig und habe mich auch in der Schule leicht ablenken lassen. Dass ich jetzt etwas langsamer bin, kommt daher, dass ich ständig müde bin und verunsichert, weil alle meinen, mit meinem Hirn sei etwas nicht in Ordnung. Carstensen schaut jetzt doch wieder her. Wie geht es Ihnen körperlich? Na ja, sage ich. Mein Kreislauf ist etwas im Keller, ich bin sehr müde und ab und zu kribbelt's noch so komisch in meinem rechten Arm. Aber ansonsten geht's mir gut. Murmelt er. Zusätzlich zur Physiotherapie schreibe ich noch Krankengymnastik, Übungen im Fitnessstudio und Nordic Walking auf. Das bringt sie schnell wieder auf Trab und sie fühlen sich fitter. Sport ist auch gut für die Psyche. Da wäre ich mir nicht so sicher. Denken Sie, dass 4 Wochen hier wirklich nötig sind? Nehme ich all meinen Mut zusammen und laufe bestimmt knallrot an. Ich wollte gerade mit meiner Abschlussarbeit anfangen und ich will in Regelstudienzeit fertig werden. Nun habe ich seine Aufmerksamkeit.
Dr. Carstensen sieht mir sogar richtig in die Augen. Hinter seinen Brillengläsern wirkt er so viel erholter als die gestressten Krankenhausärzte. Reha-Doc ist wahrscheinlich auch einfach der entspanntere Job. Keine Nachtschicht, keine Wochenenddienste, schön 9-to-5. Was studieren Sie, will er wissen? Journalismus. Interessanter Studiengang, schwierige Branche. Ich verstehe, dass Sie sich Normalität wünschen, aber in Ihrem Fall halte ich 4 Wochen für das Beste. Auch um Sie weiter überwachen zu können. Sie waren nun mal schwer krank. Eine Enzephalitis ist kein Schnupfen. Da müssen wir einfach etwas vorsichtig sein. Vielleicht können wir darüber in 2, 3 Wochen nochmal reden, ob eine Verkürzung sinnvoll wäre. Aber ich würde Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt wirklich zu den 4 Wochen raten. Das sahen die Kollegen im Klinikum auch so. Widerstand zwecklos. Ein bisschen sacke ich in mich zusammen. Und zwar so blöd, dass sich die Stelle zwischen meinem unteren Wirbel wieder meldet. Mein Rücken tut weh. Da, wo die Lumbalpunktion war, sage ich verlegen. Stehen Sie mal bitte auf und schieben Ihren Pulli hoch. Ich tue, wie mir befohlen, und der Arzt tastet mir nur wenige Zentimeter über dem Hintern meinen Rücken ab. Dabei zieht Carstensen meine Jeans ein kleines Stückchen weiter runter. Ist mir ziemlich unangenehm. Ah, sagt er. Da hat sich ein Bluterguss gebildet. Dagegen schreibe ich ihn Quarkwickel und Massagen auf. Quarkwickel? Sowas hat mir meine Mutter auf dem Sonnengebrannt geklatscht, als ich noch ein Kind war. Ich kann nicht glauben, dass das helfen soll. Muss ich erstmal einen Schluck trinken. Und jetzt springen wir ein bisschen in der Handlung. Und zwar ist Hannah, so heißt die Hauptfigur, da schon ein paar Wochen oder nee, ein paar Tage auf Reha und hat sich so ein bisschen angefreundet oder ihr Schicksal akzeptiert, dass sie da jetzt ein Weilchen bleiben muss. Und Essen ist ein sehr großes Thema auf Reha. Nur leider schmeckt es halt überhaupt nicht und deswegen unternehmen die Reha-Insassen einen gemeinsamen Ausflug zur Pizzeria. Und aus diesem Kapitel lese ich jetzt mal vor. Jetzt um 6 nicht in den Speisesaal runterzugehen und in der Schlange für das Buffet anzustehen, fühlt sich ungewohnt an. Nach nicht einmal einer Woche habe ich die Abläufe hier schon so verinnerlicht, dass ich mit der zusätzlichen halben Stunde bis zu unserem Treffen nichts anzufangen weiß. Es ist ein bisschen komisch, auf die Abschiedsfeier von jemandem zu gehen, den man nur ein paar Mal im Fitnessraum oder im Speisesaal gesehen und mit dem man nicht mehr geredet hat als Hallo und Tschüss. Ich war mir noch nicht einmal sicher, ob Frank auch auf der Neurologie ist. Er ist vielleicht Anfang 30 und gehört damit ebenfalls zu den Raritäten auf Reha. Im echten Leben hätte ich als ständig mit Geldnot zu kämpfende Studentin mit so einem wie ihm keine Berührungspunkte gehabt, obwohl er auch in München wohnt. Frank ist einer dieser braungebrannten, extrem extravertierten und sportlichen Typen, denen im Leben nie etwas schwerfällt. Gut verdienter Ingenieur, bestimmt schicke Wohnung im Glockenbachviertel und dank seiner Größe und den blonden Haaren sicher super Schlag bei den Frauen. Mein Typ wäre er nicht, viel zu glatt. Wie kann es nur so jemanden wegen eines Schlaganfalls ausnocken? Es passt überhaupt nicht ins Bild. Aber jetzt hat er es ja geschafft. Frank darf morgen zurück in die Wirklichkeit. Ich hatte mich gewundert, als er mich gestern Abend nach dem Essen fragte, ob ich auch mit zum Pizzaessen kommen wolle. Aber nach meinem Nervenzusammenbruch ist es vielleicht gar nicht so schlecht, unter Leute zu kommen und mein Schneckenhaus zu verlassen. Ich sehe das als zweite Chance, endlich Anschluss zu finden. Unten in der Eingangshalle warten Juliane, Frank, Sergej, Moni und Jens auf mich. Wir einzigen 6 Neurologiepatienten unter 50. Bald sind wir nur noch 5. Aber wer weiß, wer als nächstes hier angespült wird. Morgen kommt eine Fuhre neuer Patienten. Ich bin richtig aufgeregt. So, als hätten mich die coolen Kids aus der Schule eingeladen, mit ihnen abzuhängen. Dabei sind wir nur eine bunt zusammengewürfelte Schicksalgemeinschaft, die versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und das Beste ist wohl, Pizza essen zu gehen. Juliane und Moni scheinen genau wie ich nicht gewusst zu haben, was sie anziehen sollen. Es ist eine seltsame Mischung aus möglichst bequemen Hosen und schicken Oberteilen, die, yay, endlich wieder raus in die Freiheit schreien. Jens trägt sogar mal keine Trainingsjacke, sondern ein Hemd. Zwar kein weißes, aber ein dunkelblaues.
Es lässt leise ahnen, wie er in seinem Bürojob hinter einem großen Monitor aussehen könnte. Sicher hat ihm das seine Frau in den Koffer gepackt. Draußen ist es kalt und der Himmel sternklar. Ich kann jeden Stern sehen. Wann war ich zum letzten Mal in der Dunkelheit unterwegs? Es muss in einem anderen Leben gewesen sein. Ich taste nach der Tablette in meiner Hosentasche. Ich darf auf keinen Fall vergessen, sie zu nehmen. Ist es weit? Frage ich. Nicht nur, weil ich so Hunger habe, sondern auch, weil ich wissen will, ob ich im Notfall schnell zurück kann. Die Angst sitzt mir noch im Nacken. Überhaupt nicht. Nur 5 Minuten, antwortet Frank und schlenkert vergnügt mit seinen Armen. Ich hoffe, die anderen halten mich nicht für übervorsichtig. Früher war ich doch auch nicht so. Ich vermisse die alte, mutige Hanna. Im Gegensatz zu mir ist der Rest der Gruppe richtig aufgedreht. Juliane und Jens kauen sich gegenseitig über Dieters Sportstunden ein Ohr ab. Die Tölzer Straßen sind wie ausgestorben und die Laternen erleuchten nur für uns den Weg. Ich könnte hier nicht wohnen. Ich bin zu sehr Großstadtkind für die Provinz. Die Stille hat etwas Unberechenbares. Die Pizza bei Saverio ist wirklich gut und ziemlich groß, erzählt Frank. Stimmt, pflichtet ihm Sergej bei. Ich schaue in seine Richtung. Er muss mindestens 1 oder 2 Wochen länger auf Reha sein als ich, wenn er schon mal in der Pizzeria war. Ich glaube, Saverio lebt von den Reha-Patienten. Ist das einzige Lokal hier in Laufnähe, sagt Frank. Es ist nicht besonders viel los, als wir ins Restaurant kommen. Jens Brille beschlägt und er putzt sie mit seinem roten Schal. Es läuft ohrwurmverursachender Italo-Schlager aus den 80ern, Albano und Romina Power. An den Wänden hängen Bilder vom Gardasee, venezianischen Gondeln und dem schiefen Turm von Pisa. Klischeehaft und aus der Zeit gefallen. Selbst die Tischdecke ist rot-weiß kariert. Aber irgendwie ist das auch schön, weil es an die Urlaube meiner Kindheit und heile Welt erinnert. Wir setzen uns an einen großen Tisch im Wintergarten. Das Licht ist schummrig und auf dem Tisch steckt eine rote Kerze in einer großen, bauchigen Weinflasche. Ihre Flamme tänzelt hin und her. Ich versuche nicht hinzuschauen. Flackerndes Licht kann epileptische Anfälle auslösen. Das habe ich im Internet gelesen. Die Blätter der Speisekarte stecken in klebrigen Glasichthüllen mit Fettfingerabdrücken drauf. Ich stolpere über die Preise. Die Pizza Tonno 12,40, die Fungi 11,20. Für jemanden, der sich sonst nur ab und zu einen Döner gönnt, ganz schön viel. Ich nehme die Fungi und eine große Apfelschorle. Die sieht wenigstens aus wie Bier, wenn ich schon keins trinken kann. Ich sehe nämlich so nach Alkohol, habe aber Angst, mein Leben zu riskieren. Frank und Jens ist das wohl egal. Sie bestellen bei dem großen Kellner mit den müden Augen Diavolo und Bier. Sergej, Margarita und eine Fanta. Er nuschelt irgendwas von Tabletten, die sich nicht mit Alkohol vertragen. Juliane nimmt eine Regina und eine Cola. Moni die Hawaii und eine kleine Weinschorle. Verrückte Wahl, schätzt Jens. Moni lacht verlegen. Als der Kellner die Getränke bringt, prostet uns Jens mit seinem Bier zu. Er hat richtig Spaß. Auf Frank, der bald nach Hause darf. Du hast es geschafft und darfst wieder Salz essen. Wie bist du überhaupt hier gelandet? Fragt Jens. Draußen waren Krankheitsgeschichten ein Tabu, über die man, wenn überhaupt, nur ganz beschämt sprach. Hier sind sie der perfekte Eisbrecher. Sie definieren dich wie Musikgeschmack, Berufswahl oder Kleidungsstil. Je schlimmer die Krankheit des anderen, umso besser für einen selbst. Es ist ein gestörtes, sich ständig wiederholendes Vergleichen. Und auch wenn ich eigentlich keine deprimierenden Krankheitsgeschichten mehr hören will, bin ich gespannt, ob es Frank dreckiger erwischt hat als mich. Das ist eigentlich eine gute Story, fängt er an. Ich habe für meinen Bruder einen Junggesellenabschied in einem Freizeitpark organisiert. Wie das natürlich so ist, waren wir Achterbahn fahren, mit Loopings und steilen Kurven, mehrmals. Alles war gut, paar Bierchen getrunken, gelacht, was man halt so macht. Am nächsten Tag habe ich sogar die halbe Mannschaft zurück nach München gefahren. Alles kein Problem. Danach ging aber gar nichts mehr. Erst dachte ich, das wäre ein sehr spät einsetzender Kater, obwohl ich eigentlich nie einen Kater habe. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, mir war verdammt schwindelig und ich musste mich die ganze Zeit übergeben. Irgendwann habe ich dann mal den Notarzt gerufen und bin ins Krankenhaus gekommen. Da ist es dann Schlaganfall.
Irgendwie muss die Halsschlagader durch den Sicherheitsgurt beim Achterbahnfahren gequetscht worden sein. Richtig dummer Zufall. Sowas passiert eigentlich nie und darf's auch nicht. Dadurch hat sich ein Blutgerinnsel gebildet und das hat dann zu einem Schlaganfall geführt. Tja, und so kam ich nach einem Zwischenstopp im Krankenhaus auf Reha. Ich hatte ja noch Glück. Stellt euch mal vor, ich hätte auf der Autobahn plötzlich die Kontrolle über den Wagen verloren. Wow, sage ich. Damit kannst du wirklich die Leute auf Partys beeindrucken. Verklagst du den Freizeitpark? Fragt Juliane, ganz Juristin. Nee, es war nur ein dummer Zufall. Ich hätte nie gedacht, dass mir mal so etwas passiert, grinst Frank. Mein Glück war wohl, dass ich so sportlich bin und vor Jahren schon zu rauchen aufgehört habe. Mir geht's ja wieder gut. Noch ein paar Monate Medikamente nehmen, dann bin ich wieder ganz der Alte. Das meint der Doc auch. Wir stoßen an. Trotz der doch eigentlich bedrückenden Themen fühlt es sich gut an, wieder unter Menschen zu sein. Und vor allem so normal. Wie ist das eigentlich mit Alkohol bei Schlaganfall? Fragt Juliane. Ich muss noch ziemlich viele Tabletten nehmen. Ein bisschen was geht immer, schmunzelt Jens. Kommt drauf an. Wie ist euer Blutverdünner dosiert? Fragt Frank, die Schlaganfallfraktion, Jens und Juliane. 100 Gramm, sagt Jens. Bei mir auch. Ich habe schon ein paar Nachforschungen angestellt, sagt Jens. Ein Bierchen ist wohl okay. Das hat auch Dr. Carstensen durch die Blume gemeint. Wirklich? Frage ich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Dr. Carstensen, der mich partout nicht früher aus dem Irrenhaus entlassen will, anderen Patienten erlaubt, Alkohol zu trinken. Naja, angedeutet halt, dass ein Bier meinen Zustand nicht verschlechtern wird, solange ich es nicht übertreibe, rechtfertigt sich Jens. Empfehlen würde er mir das natürlich nicht, aber das muss er als Arzt ja sagen. Carstensen schiebt eh eine ruhige Kugel, sagt Sergej. Der will keinen Stress, war mal Oberarzt in einem Klinikum, das ist ihm dann zu viel geworden und er ist hier gelandet. Ich traue mich an Alkohol noch nicht dran, sagt Juliane und schüttelt den Kopf. So habe ich das am Anfang auch gesehen, aber sonst drehst du ja durch. Ist ja immer das Gleiche hier, wirft Frank ein, du stumpfst voll ab. Ergotherapie ist furchtbar, nur für alte Leute mit schwerem Verlauf. Ich habe mich extrem gelangweilt. Das Einzige, mit dem du die Zeit gut rumbringen kannst, ist Sport. Ich belasse es aber auch nur bei einem Bierchen und wenn die Tabletten weg sind, dann gerne auch mal mehr. Die Pizzen kommen. Noch dampfend werden sie uns auf den Tisch gestellt und überlappen triefend den Tellerrand. Wenigstens ist die Größe im Preis wert und sie sind schon in Stücke geschnitten. Das ist der Reha-Bonus hier, scherzt Frank. Die wissen halt, dass wir nicht mehr die Geschicklichsten sind. Bevor wir zu essen anfangen, werfen wir uns alle erstmal hektisch unsere Medikamente in den Mund. Sergej hat einen richtigen Tablettendispenser dabei und schluckt 4 Pillen gleichzeitig. Eine große weiße, wie mein Antiepileptikum, 2 kleinere blaue und eine orangefarbene Kapsel. Er bemerkt meinen Blick. Um seinen auszuweichen, starre ich versehentlich die flackernde Flamme an. Bevor diese aber einen epileptischen Anfall auslösen kann, beginnt zum Glück das große Fressen. Wie ausgehungerte Tiere stürzen wir uns auf die Teller. Ich schlinge fast ein ganzes Stück auf einmal herunter und verbrenne mir natürlich die Zunge. Gut möglich, dass ich auch schmatze. Die Pilze auf der Pizza schmecken wässerig, sicher aus der Dose. Aber endlich mal was anderes als der lieblos auf Sparflamme gekochte Krankenhaus- und Reha-Fraß. Am besten schmeckt das dekorative Basilikumblatt. Sergej ertränkt seine Pizza im Chiliöl. Jens hat den Salzstreuer für sich entdeckt und holt nach, was er in den letzten Tagen verpasst hat. Juliane schlägt ungeniert ihr Messer ab. Frank hat schon sein Bier leer. Es ist kein Festessen, es ist ein Gelage. Für ein paar Minuten schweigen und genießen wir alle. Es ist eine kleine Auszeit von den Päckchen, die wir im Moment zu tragen haben. Dabei ist die Pizza, objektiv betrachtet, gar nicht mal so gut. Sie schmeckt aber nach Unbeschwertheit und Normalität. Ich freue mich so auf richtiges Essen, schmatzt Frank glückselig. Oh ja, hier nimmt man ja fast ab, pflichtet ihm Moni bei. Ich esse nach dem Mittagessen immer noch einen Apfel, weil ich so hungrig bin. Die Flamme vor mir flackert auf und spiegelt sich in Julianes Messer. In meinem Arm kribbelt es wieder. Nicht gut. Ich könnte die Kerze auch einfach auspusten, aber ich will nicht komisch wirken, also lieber weiter auf die Pizza fokussieren. Teilt sich jemand ein Tiramisu mit mir? Fragt Jens mit gierigem Blick auf die Speisekarte, als wir fertig mit dem Essen sind.
Da wäre ich dabei, sagt Moni. Ich bringe nicht mal mehr den letzten Schluck Schorle runter. So voll bin ich. Ich habe alles aufgegessen, sogar den leicht verkohlten Rand. So viel wie seit vermutlich einem Monat nicht mehr. Mich wundert, dass noch so viel in meinen Magen reingeht. Kommt, ich gebe noch eine Runde Schnaps aus und dann ab ins Bett, ruft Frank aufgekratzt. Juliane, Serge und ich verzichten. In der Pizzeria wird es immer lauter. Musik, Gesprächsfetzen, ein klingeltes Telefon. Früher im Club oder auf Konzerten hatte mir Lärm nichts ausgemacht. Jetzt dröhnt mein Kopf so sehr, dass ich den anderen nicht mehr zuhören kann. Ich schließe kurz die Augen und streiche 1, 2, 3 Mal über meinen Oberarm. Vielleicht war das doch zu viel. Ich kann Carstensen und die Ärzte aus dem Krankenhaus doch irgendwie verstehen, dass sie mir 4 Wochen Reha aufgebrummt haben. Alles in Ordnung? Fragt mich Juliane, zum Glück aber so leise, dass es die anderen nicht mitbekommen. Bisschen zu laut hier, flüstere ich ihr zu. Sie nickt. Finde ich auch. Ich will bald ins Bett. Juliane wirkt zum ersten Mal ganz menschlich. Es ist 9:15, als wir aus der Pizzeria stolpern. Mir kommt's vor wie mitten in der Nacht. Die kühle Luft tut gut. Mit jedem Schritt verschwinden meine Kopfschmerzen ein bisschen mehr. Jens und Moni sind beschwipst. Vor allem Moni torkelt durch die Straßen und muss dabei fast von Jens gestützt werden. Ich werde das morgen so bereuen, lacht sie so laut, dass ein Hund im Garten zu bellen beginnt. Für sie ist das hier wohl tatsächlich eine Auszeit von ihren Kindern und dem Alltag. Vielleicht kann so eine Reha dann doch ganz nett sein. Obwohl die Kliniktüren erst 9:30 zugesperrt werden und wir noch mindestens 1/4 Stunde Zeit haben, schleichen wir uns rein. Ein bisschen Nervenkitzel gehört zu unserem Ausflug schließlich dazu. Bestimmt schlafen die ganzen Rentner schon. Die Halle ist wie ausgestorben, der Empfang unbesetzt. Richtig unheimlich. Nur unser Atem und das Ticken der alten Wanduhr sind zu hören. Jens greift in die Schüssel mit den Bonbons am Empfang und steckt sich eins in den Mund. Moni zerreißt fast vor Lachen. Was passiert eigentlich, wenn man zu spät kommt, frage ich in die Runde, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass hier jemand ausgesperrt wird. Aber niemand kann mir eine Antwort geben. Zu 6 drängen wir uns in den engen Aufzug. Ich bin an Jens gequetscht und rieche Bier. Vielleicht hätte ich doch was trinken sollen oder zumindest nach einem kleinen Schluck fragen, nur für den Geschmack. In meinem Zimmer angekommen, ziehe ich als erstes die Hose aus. Ich bin so überfressen, dass mir richtig schlecht ist. Ich krame die Packungsbeilagen meiner Tabletten hervor und lese nach, was ich machen muss, falls ich mich übergebe. Trotzdem, es war ein schöner Abend. Liebe Gäste hier in unserem gläsernen Studio im Pixel im Gasteig, liebe Zuhörende dieses Podcasts, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörbahn on Stage. Zu Gast bei uns ist Lea Herrmann. Mit ihrem Buch Hirnweh erschien 2022 im Morisken Verlag. Sie lebt und arbeitet als Journalistin in München. Ihr Debüt hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ist preisgekrönt, ist besonders. Besonders hinsichtlich des Themas und des Settings und des Umgangs damit. Mit der Autorin möchte ich heute über ihr Buch, über ihr Schreiben und ihren Weg dorthin sprechen und über Humor. Dazu passt unter anderem auch das Folieren von Büchern. Dazu gleich mehr. Frau Herrmann, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Hallo, ich freue mich, dass ich heute da sein kann. Wir beide haben etwas gemeinsam, und zwar ein berufsvorbereitendes Praktikum, so hieß es bei mir damals, in einer Bibliothek. Bei Ihnen ging es dann ja noch weiter. Vielleicht können Sie auch gleich was dazu sagen. Sie haben eine 3-jährige Ausbildung absolviert. Und haben Sie auch in diesem Bereich dann später gearbeitet? Nein, also ich habe nach der mittleren Reife, es ist ein furchtbar sperriger Begriff, die Ausbildung zur, Achtung, jetzt kommt's, Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste im Fachbereich Bibliothek gemacht in der öffentlichen Stadtbücherei. Danach habe ich aber gedacht, da war ich 19 und all meine Freunde waren auf dem Gymnasium und haben Abitur gemacht und ich wollte dann auch studieren und habe dann das Fachabitur nachgeholt. Mhm.
Und dieses Folieren von Büchern, erklären Sie doch mal uns, was es damit auf sich hat. Ja, dann also das Folieren, das war damals in der Bücherei mein tägliches Brot. Ich habe es auch gern gemacht. Ich denke da manchmal noch gern zurück. Das hatte etwas Meditatives. Also man kennt es vielleicht, wenn man sich die Bücher aus der Bücherei ausleiht. Die haben ja eine Folie, dass sie halt nicht so schnell schmutzig werden. Und das, den Vorgang, dieses Buchs einzubinden, das nennt man nicht einfach nur einbinden, sondern es heißt Folieren. Und es gibt spezielle Folien, die besonders gut am Buch kleben. Dann gibt es, das heißt Rackel, Gott, ich weiß das alles noch, das ist so ein Holzwerkzeug, damit streicht man die Folie glatt, dass es keine Blasen wirft. Also das habe ich viele, viele Stunden meines Lebens damit verbracht. Ja, sehen Sie, da hört die Gemeinsamkeit zwischen uns beiden dann auf, denn ich durfte das in meinem Praktikum genau einmal machen. Danach, es waren so viele Blasen auf der Folie, dass sie sagten, lass mal sein. Ja. Aber ich fand das auch ganz witzig, nur die Folie klebte zu stark dran, als dass man irgendwas hätte rückgängig machen können. Naja, Frau Herrmann, Sie arbeiten ja jetzt derzeit als Journalistin mit dem Schwerpunkt Kultur. So habe ich es gefunden. Nee, da muss ich kurz reingrätschen. Okay. Ich habe Journalismus mit Schwerpunkt Kultur studiert. Und ich bin Redakteurin und ich schreibe aber über Boulevardthemen, also Promis, Stars und Royce. Also ja, umso besser. Was war denn das letzte Projekt, an dem Sie gearbeitet haben und welches ist gerade bei Ihnen aktuell? Ach, in der Arbeit, das ist jetzt, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist vor der Weihnachtszeit, kurz vor Weihnachten und da geht es immer groß rund, es ist immer viel los, weil wir immer ziemlich vorarbeiten, jetzt hatten wir halt viele Jahresrückblicke. Welcher Promi ist gestorben? Das war zum Beispiel die Rosi Mittermeier Anfang des Jahres. Wer hat alles geheiratet? Wer hat alles ein Baby bekommen? Wie heißen die Kinder? Also da gibt es immer viel zu tun Ende des Jahres. Und für welches Medium arbeiten Sie genau? Es ist ein kleines Frauenmagazin namens Frau Aktuell. Das sind diese Blättchen, wo immer Helene Fischer oder die Queen auf dem Cover ist. Genau, also meine Oma liest es sehr gerne. Naja, gut, haben Sie schon mal einen Fan. Ja. Wenn Sie jetzt auf das ganze letzte Jahr zurückblicken, seit Erscheinen Ihres Romans, es ist ja so gut ein Jahr, genau, ein paar Tage mehr. Was hat sich in der Zeit eigentlich alles getan? Irgendwie so viel und dann irgendwie gar nichts. Also ich merke es immer wieder, wenn ich das Buch lese, da ist so eine Distanz da jetzt mittlerweile, weil es ja schon so länger her ist, dass ich das geschrieben habe. Aber es ist auch immer wieder komisch, dass es in der Welt draußen ist. Also meine Mutter, die arbeitet im Verkauf, die wird immer wieder von Kundschaft angesprochen, ob sie denn die Mutter von der ist, die das Buch geschrieben hat. Also das ist immer ganz komisch. Oder halt auch, wenn man dann so bei Amazon sieht, oh, es ist wieder eine Rezension da, wer könnte das geschrieben haben? Das ist schon interessant. Oder halt auch, dass man Lesungen gibt, das macht auch tierischen Spaß. Also das ist, man erlebt schon coole Sachen. Und ich habe ja auch den Scouts Award gewonnen. Aber was ich unterschätzt habe, wenn man ein Buch geschrieben hat und es ist fertig, dann dachte ich, ja, okay, damit ist die Arbeit vorbei. Aber man muss da noch so viel Marketing machen. Ich müsste noch viel mehr Social Media machen, damit das Buch halt im Gespräch ist. Klar, wenn man bei einem kleinen Verlag ist, wo kein großes Marketingbudget da ist, muss man als Autorin dann schon immer selber dahinter gucken, dass das Buch im Gespräch bleibt. Sie haben es auch schon einige wichtige Punkte angesprochen, auf die ich gerne dann nochmal später zurückkommen will. Also das Feedback halt auf Ihr Buch. Was hat diese Zeit, vielleicht auch schon die Zeit während des Schreibens, das ist ja auch sehr interessant, was Sie dazu auch schon mitgeteilt haben in den Social Media, was hat diese Zeit des Schreibens und vor allen Dingen auch die Zeit seit dem Erscheinen des Buches mit Ihnen persönlich gemacht? Haben Sie sich verändert? Haben Sie das Gefühl, dass Sie, naja, es klingt jetzt nach einem großen Wort, ein anderes sind als vorher? Oh, doch, definitiv. Also ich merke das auch immer beim Lesen. Da denke ich mir, oh, das würde ich jetzt heute nicht mehr so schreiben. Oder ich merke dann noch, ich finde noch so viele Wortwiederholungen. Denke ich mir, oh mein Gott, wie konnten wir das übersehen? Also das auf jeden Fall. Und natürlich würde man manche Sachen auch vom Plot vielleicht ein bisschen anders machen. Also ich habe irgendwie runtergeschrieben. Ich wusste gar nicht, dass manche oder viele AutorInnen erstmal einen Plot erstellen und dann schreiben. Also Hirnweh habe ich einfach runtergeschrieben. Und jetzt im Nachhinein habe ich ganz, ganz viele Bücher gelesen, so Ratgeber, wie man denn so eine gute Plotstruktur aufbaut. Habe ich halbwegs, also bei Hirnweh ist es einfach, weil sie ist auf Reha und da ist das Setting schon gegeben. Aber ja, also ich habe viel nochmal gelernt, auch übers Schreiben, genau.
in einem ihrer Insta, es bleibt mal bei dem Thema, das finde ich gerade spannend, in einem ihrer Instagram-Posts schreiben sie ja auch, ich glaube, es ist der zweite von oben, dass sie sich gerade sehr schwer damit tun, quasi ein Folgebuch zu schreiben, dass sie so damit hadern. Hängt das vielleicht mit dem Studium all dieser anderen Bücher zusammen? Ja, definitiv. Also ist es so Fluch und Segen, sowas zu lesen, weil es blockiert einen natürlich auch. Und dann denkt man so, Schema F, müsste ich jetzt das machen? Und dann irgendwie, nee, es passt nicht. Also ja, aber man, es ist wie gesagt Fluch und Segen, aber man kriegt dann auch einige Tipps. Aber ich finde, keine Ahnung, vielleicht ist es ein falscher Ratschlag, aber ich finde, man sollte sich da auch nicht eins zu eins auf solche Leitlinien verlassen, weil ich finde es dann schade, wenn jedes Buch gleich aufgebaut ist. Also das nimmt dann so ein bisschen die Spannung. Ich denke, das ist ja auch die Stärke in ihrer Geschichte. Ich meine, das ist ja, das haben sie ja auch nicht geplottet. Also die Protagonistin hat das nicht geplottet, es passiert. Und das passiert, und das finde ich auch sehr beeindruckend, gerade diese die Passagen darüber, wie Hannah eben in diese Situation eigentlich hineingerät, die sind sehr eindrücklich geschrieben. Sowas kann man ja eigentlich nicht planen, sowas will man natürlich auch gar nicht planen. Insofern finde ich finde es eigentlich den passenderen Weg, mit dem Thema umzugehen. Sagen wir es mal so. Mhm. Ich selbst habe auch nie geplottet. Das hat zwar manchmal den Nachteil, dass man dann im Nachhinein ein bisschen mehr den Handlungsstrang strecken muss oder vielleicht dann doch da mal abzweigen sollte und so weiter. Aber die Zeit, die ich damit verbringe, kann ich auch damit verbringen, Ratgeber zu lesen. Aber muss jeder selber wissen, es gibt halt solche und solche. Genau. Sie hatten gerade eben schon den Scouts Award erwähnt. Ja. Ich denke, viele unserer Zuhörenden werden diesen Preis nicht kennen. Können Sie vielleicht kurz was dazu sagen? Ich kannte den bis vor kurzem auch nicht. Oder eher bis Mai. Da wurde ich angeschrieben und mir wurde, auf Instagram wurde ich angeschrieben und mir wurde von der Frau, die den Juryposten dieses Jahres inne hatte, mitgeteilt, dass ich es auf die Midlist geschafft habe. Da dachte ich mir, okay, krass, ich kenne diesen Award nicht. Es ist ein sehr, sehr kleiner Award, aber der wird mit sehr viel Herzblut gemacht. Das ist von so einer Lese-Community. Ich würde mal sagen, ähnlich wie Lovely Books, nur viel, viel kleiner. Und da gibt es eben seit einigen Jahren den Scouts Award. Ich glaube, in über 10 Kategorien, also auch Thriller, Love Story, und aber auch für Buchblogs, und ich war eben in der Kategorie zeitgenössische Literatur nominiert und habe es dann tatsächlich bis zum Award geschafft. Also, und es sind sehr, sehr nette Leute, die es wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut stemmen, und genau, es war sehr cool. Vor allem das Coolste war nicht nur, dass ich den Preis gewonnen habe, sondern dass irgendjemand mein Buch für diesen Award vorgeschlagen hat. Und dann wären wir wieder bei den Sachen, wo man gar nicht weiß, wer die Bücher liest, weil irgendjemand muss ja das Buch so toll gefunden haben, dass er das der Jury vorgeschlagen hat. Und weder ich noch der Verlag wussten davon was. Deswegen war das die totale Überraschung. Haben Sie im Nachhinein rausbekommen, woher es kam? Nein, überhaupt nicht. Also es bleibt mysteriös, aber ich finde es auch toll. Und der Preis hatte, ja gut, es ist, Sie haben eben schon so begeistert darüber berichtet, hat sie dann wahrscheinlich, hatte sie auch positiv gepusht, oder was hat der Preis mit Ihnen selbst dann auch gemacht? Was bedeutet er Ihnen? Natürlich habe ich mich wahnsinnig gefreut. Es ist jetzt auch erst 1,5 Wochen her, dass die Verleihung war. Genau, also bis jetzt hat sich da noch nicht so viel verändert, aber es ist natürlich toll und es schafft wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Buch, und das ist immer, immer toll. Was ich spannend fand in der Recherche auf unserer Sendung, war, wenn man sich die sozusagen öffentlichen Reaktionen, in Anführungsstrichen, Feuilleton, Sie hatten auch ein Interview mit Frau Starr im Münchner Merkur. Mhm. Wenn man sich das durchschaut, ich nehme an, das wird auch in den Rezensionen auf Amazon so sein, wird Ihr Buch vor allen Dingen für den Humor gelobt, mit dem Sie an das Thema rangehen. Das ist eigentlich quasi das Wort, was immer auftaucht. Sarkasmus kommt auch oft. Was ist Humor für Sie? Es ist lebenswichtig. Also ich lache gern. Ich bringe wahnsinnig gern andere Leute zu lachen. Und ich glaube, das habe ich schon immer gern gemacht. Also ich war in der Schule immer eher so die Ruhigere. Aber ich habe dann schon manchmal ganz gern irgendwelche Sprüche rausgehauen. Das macht mir einfach Spaß. Und ich weiß nicht, also bei das Wort Sarkasmus, muss ich sagen, passt das Ihrer Meinung nach für Ihr Buch? Es ist halt ein sehr trockener Humor, und ich glaube auch, die Hannah ist ziemlich zynisch, ich bin auch ziemlich zynisch, also halt auch diese, so auch so ein bisschen so,
ich möchte nicht sagen arrogant, aber so teilweise schon so, wie sieht's hier aus, so richtig heruntergekommen. Und das finden, glaube ich, die Leute lustig. Aber ich kriege auch Kritik, dass es auch ein bisschen blöd rüberkommt. Aber ich glaube, das ist eben mit diesem Sarkasmus gemeint, dieser trockene Humor oder auch dieses, dass sie halt, viele sagen auch, das passt zu einer jungen Frau, diese schnoddrige und sich nicht anpassen wollende. Das ist halt dieser trockene Humor, aber ich finde das immer ganz lustig. Ach, ist interessant. Also ich hätte jetzt getippt, dass man eher meint, zu einer jungen Frau passt das eigentlich gar nicht. Da passt eher das, wie Sie es vorhin gesagt haben, in so einem zweiten Vorgespräch, das rosafarbene Cover, was es dann zum Glück ja auch nicht geworden ist, des Buches. Ja, ist interessant. Aber ich glaube, es sind immer eher Klischees, dass man denkt, junge Frauen werden so weich. Und deswegen. Ja, und zum Glück, also dass es Klischees sind und dass sie das auch Lügen gestraft haben. Das, ich finde das, wir werden auch noch ausführlicher darüber reden, ich finde das wirklich einen guten Weg, mit sowas umzugehen. Mhm. Kann Ihre Protagonistin Hannah, können Sie etwas mit diesem Schulterklopfersatz, das wird schon wieder, irgendwas anfangen? Ah, so teils. Also ich ertappe mich selber wieder. Ich glaube, es geht vielen so, wenn sie jemanden kennen, der gerade keine so gute Zeit durchmacht, dass man dann einfach so lapidar sagt, ach, das wird schon wieder. Aber wenn man dann selber in so einer Situation ist, findet man das natürlich richtig, richtig blöd. Also da ertappe ich mich selber immer wieder, dass ich mir denke, sag lieber irgendwas anderes, weil das bringt einfach nichts. Das ist einfach nur so dahergesagt und eigentlich sollte man das nicht machen. Ja, das verstehe ich auch. Was ist an der Situation eigentlich? Ja, das wird schon wieder. Ja, es wird schon wieder, aber die Frage oder der Satz hilft einem nicht wirklich dabei weiter. Er nervt eigentlich tierisch. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Das Thema Rehabilitationsklinik, Enzephalitis, das sind ja nun alles andere als leichte Themen. Warum haben Sie sich entschieden, dem Ganzen mit Humor zu begegnen? Es gibt ja sicherlich auch andere Möglichkeiten, dieses Thema aufzuarbeiten, von Sachbüchern mal abgesehen. Warum gerade das, dieser Weg? Es war nicht bewusst. Ich schreibe einfach so. Also das ist, ich denke beim Schreiben, es klingt so blöd, ich denke beim Schreiben nicht viel nach. Ich schreibe es einfach so runter und habe dann so halb mein Hirn ausgeschaltet und es läuft da so ein bisschen auf Autopilot, was ich mache. Und das passiert dann einfach automatisch, dieser Humor. Das ist nicht so, dass ich mir denke, heute schreibe ich ein besonders witziges Kapitel oder dieses Kapitel muss besonders witzig sein. Nee, das passiert einfach so. Diesen Humor, also diese ja zum Teil absurden Situationen, von denen Sie ja geschrieben haben, man liest es in Ihrem Buch. Wie ist denn das bei Ihnen selbst gewesen? Sie sagen, Sie reden ja unter anderem auch in einem der Interviews, das ich gelesen habe. Ich glaube, das war auch im Merkur. Reden Sie davon, dass vielleicht die Initialzündung für dieses Buch eine Sitzung im Wartezimmer irgendeiner Praxis oder irgendeiner Klinik war? Können Sie uns vielleicht mal diese Szene oder diese Atmosphäre mal zurückholen, in der das Buch quasi seinen Anfang genommen hat? Also das war, ganz exakt kann ich mich nicht mehr dran erinnern, das ist jetzt schon 10 Jahre her. Das war tatsächlich auf Reha im das war nicht im Wartezimmer, das war in der Eingangshalle, es war so wie ein Buch beschrieben, eine große Empfangshalle und da waren an den Wänden Holzbänke, gepolsterte, wo man ganz oft irgendwie auf die Anwendung gewartet hat. Zum Beispiel vom Nordic Walking hat man sich da getroffen. Und dann saß ich da, junge Frau mit Anfang 20, neben so verwirrten Rentnern. Es soll jetzt nicht böse klingen, aber es war halt einfach so skurril, so eine andere Frau Mitte 30, die eine Glatze hatte und die hatte wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, eine OP am Hirn oder Krebs und es war alles ganz schrecklich und dann laufen so verwirrte Rentner rum und es war alles so absurd und dann habe ich mir auch gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, irgendwann muss ich da mal ein Buch draus machen. Also es war nie geplant, dass ich so ein, in Anführungszeichen, so ein Reha-Buch mal schreibe, aber ich dachte mir, ja, wenn ich dann mal Bücher schreibe, wird das dann irgendwie mal so vielleicht eine Nebenhandlung auf Reha spielen oder ein Protagonist muss mal auf Reha, aber dass das wirklich so eine Rahmenhandlung umschließt auf einer Reha-Klinik, das hätte ich damals nicht gedacht, aber mir war immer klar, also diese Erlebnisse hier, die werde ich für irgendwas verwenden. Wenn ich in solchen Situationen bin, habe ich immer das Gefühl,
dass ich neben mir sitze oder stehe, je nachdem, wie die Situation im Wartezimmer ist, quasi so eine seltsame Distanz zu mir selbst sehe und spüre. Ich kann es schwer beschreiben. Mhm. Können Sie das nachvollziehen, was ich meine? Ich kann es nachvollziehen, aber bei mir ist das ganz anders, weil ich bin da sehr in mir drinnen, wenn sowas ist. Aber ich kenne dieses, also ich glaube, also auf Reha hatte ich das nicht, aber ich glaube damals, als ich im Krankenhaus eingeliefert worden bin, weil ich hatte auch die Enzephalitis und die Symptome, die Hannah hatte, waren auch ähnlich zu denen, die ich hatte. Und da ist es ganz oft, dass man denkt, das ist doch jetzt nicht mein Leben, das ist doch jetzt irgendein ganz verrückter Film, der hier gerade abläuft. Also dieses Gefühl kenne ich eher. Ja, also ich muss sagen, in dem Fall beneide ich Sie sogar, also jetzt nicht um Ihr Schicksal, sondern darum, wie Sie damit auch in dieser Situation umgegangen sind. Also bei mir, ich hatte eine komplett andere Geschichte, es ist jetzt nicht so wichtig, aber da war ich auch, ich war ungefähr in demselben Alter, 19 war das wie Sie auch damals. Und für mich war das, ja, wie soll ich sagen, ich fühlte mich so ein bisschen abgehängt und hilflos. Mhm. Also dieses Abgehängtsein, das kenne ich total gut. Mhm. Das war bei mir auch so. Wenn man so denkt, so bei den Gleichaltrigen, bei den Freunden draußen geht das Leben einfach so weiter. Und man fühlt sich so, als würde man bestraft werden für irgendwas, was man gar nicht gemacht hat. Und das ist so gemein. Mhm. Das ist interessant, ja. Also nur hatte ich eben damals ich schmiedete keine Pläne, wie ich weitermachen wollte, wie ich aus dieser Situation rauskommen konnte. Deswegen muss ich sagen, finde ich toll, dass Sie das, dass so dieser Nukleus schon da für das Buch, dass der da schon entstanden ist. Das finde ich sehr schön. Sie erzählen nicht sehr ausführlich, aber doch, es kommt auch immer wieder vor, auch in Ihren Social-Media-Posts, von der Zeit des Schreibens selbst, die in einer besonderen Zeit stattgefunden hat. Und Sie haben, wie viele Autorinnen, deren Bücher wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren besprochen haben, eben in der Corona-Zeit damit begonnen und es auch durchgezogen. Können Sie uns mal ein bisschen in diese Zeit mitnehmen, was da mit Ihnen war, wie Sie geschrieben haben, wie Sie auch mit der Isolation umgegangen sind? Viele suchen ja dann den Austausch mit anderen Autoren. Das kann man natürlich über Zoom, das ist alles möglich. Aber natürlich der direkte Austausch zwischen Face-to-Face ist dann doch nochmal was anderes. Erzählen Sie uns ein bisschen, lassen Sie uns bitte teilhaben an dieser Zeit der Entstehung des Buches, als Sie geschrieben haben. Also ich habe im ersten Lockdown angefangen und an sich war das für mich ein gutes Timing, weil die Woche davor habe ich mich mit dem Verleger vom Morisken Verlag getroffen und es war so das erste Vorgespräch und ich habe ihm gemeint, also wir waren davor schon immer im Kontakt und ich habe ihm dann so die Geschichte quasi gepitcht und dann hat er gemeint, ja, klingt ganz gut, fang mal zum Schreiben an und dann schauen wir weiter. Und eine Woche später steht die Welt still und dann dachte ich mir so, okay, perfekter Zeitpunkt, jetzt haue ich in die Tasten und fange an zum Schreiben. Ich hatte damals das große Glück, dass ich normal weiterarbeiten konnte. Also ich war finanziell abgesichert. Damals habe ich noch Vollzeit gearbeitet und habe dann immer nach der Arbeit oder beziehungsweise um 20 Uhr dann geschrieben. Das war eigentlich ganz cool. Da hatte ich dann so super Beschäftigung. Das war dann auch nicht so belastend, weil ich hatte da so eine richtige Mission. Ich war da richtig Feuer und Flamme und habe Gas gegeben. Ich habe auch im Nachhinein das Gefühl, die besten Kapitel sind in dieser Zeit entstanden. Also unter anderem dieses Pizza-Kapitel, was ich eben vorgelesen habe. Ich habe nicht chronologisch geschrieben, sondern immer, wenn ich eine Idee hatte, habe ich ein Kapitel rausgehauen. Und das war halt schon für mich eigentlich eine gute Zeit, der erste Lockdown, weil ich konnte mich nur auf Schreiben konzentrieren. Das war dann keine Ablenkung von außen. Ich habe immer mal wieder mit dem Thomas Peters vom Morisken Verlag, dem Verleger, telefoniert, wenn ich ihm ein neues Kapitel geschickt habe. Und dann kamen dann immer direkt Verbesserungsvorschläge oder mach doch mal das, sie könnte doch das und das noch erleben, sie könnte doch noch einen Ex-Freund haben, der irgendwie auftaucht. Und es hat uns beide wahnsinnig Spaß gemacht, weil er war dann auch isoliert und dann war das wirklich ein toller Austausch und da habe ich wirklich die Zeit gut rumgebracht. Und als es dann irgendwann wieder hieß, wir müssen wieder ins Büro, war es eher so, nein, das Buch ist doch noch gar nicht fertig, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und dann war eben Sommer und dann ist es mir mit dem Schreiben wieder schwerer gefallen, als dann wieder das Leben so halbwegs möglich war im Sommer 2020. Und dann im Frühsommer 2021, nach dem zweiten Lockdown, war ich dann fertig. Sie haben gerade den Verlag erwähnt und die Zusammenarbeit. Wie sind Sie eigentlich zusammengekommen?
Es war 2019, da habe ich, glaube ich, es war bei Mitvergnügen München, bei dieser Veranstaltungsseite, die gerade ja auch für jüngere Leute auf Instagram total aktiv ist, da habe ich einen Post gesehen, dass die kleinen Münchner Indie-Verlage, ich glaube am Rathaus, hatten die da so einen Pop-Up-Store. Und dann dachte ich mir so, hey, da könnte ich ja mal, das merke ich mir jetzt. Und wenn ich eine Buchidee habe, schreibe ich denen mal an. Ich glaube, ich habe mehrere angeschrieben, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber der Morisken-Verlag hat dann geantwortet und auch eine Kurzgeschichte von mir gelesen. Und die Idee, die ich ihm da damals vorgeschlagen habe, die fand er nicht so toll. Aber die Kurzgeschichte hat ihm gefallen und dann hat er gemeint, ja, überleg mal, wenn dir nochmal was Neues einfällt, dann melde dich. Und dann habe ich dann irgendwann gemeint, ja, diese Reha-Geschichte, und dann das alles ein bisschen gedauert und dann haben wir uns eben diese Woche vorm Lockdown getroffen. Dann muss ich später dann doch nochmal auf die Kurzgeschichte zu sprechen kommen. Das war eine andere Kurzgeschichte. Okay, dann sind wir gerade beim Thema. Ja. Erzählen Sie vielleicht quasi vom Türöffner. Genau, also diese Kurzgeschichte, diese, ich sag's jetzt mal, Türöffner-Kurzgeschichte, die habe ich, also ich schreibe eigentlich nur Kurzgeschichten für Wettbewerbe. Oder nee, ich habe auch schon mal welche so just for fun im Urlaub geschrieben. Aber diese Türöffner-Geschichte, die habe ich geschrieben für Puls, also für die junge Radiosparte vom Bayerischen Rundfunk. Die hatten vor der Pandemie immer so einmal jährlich so ein Lese-Vorlese- oder Kurzgeschichtenwettbewerb. Den gibt's irgendwie gar nicht mehr. Den haben sie, glaube ich, so eingestampft, so klammheimlich während der Pandemie. Und da durfte man nur mitmachen, bis man 30 ist. Und ich habe fast jedes Jahr mitgemacht. Und das war die vorletzte Geschichte, die ich geschrieben habe, genau. Ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber es ging auf jeden Fall um einen jungen Mann, der in einem Elektrofachgeschäft, also Saturn oder wie ist der andere, Mediamarkt, genau, arbeitet und das alles total schrecklich findet. Dieses künstliche Licht, die blöden, nervigen Kunden, der Kapitalismus und Ausbeutung. Und zum Schluss nimmt er sich dann doch noch Kopfhörer mit, weil er braucht was zur Belohnung nach diesem Scheißtag. Und dem Morisken-Verlag, das weiß ich noch, der fand es so toll, dass ich das Licht so gut beschrieben habe und die Geräuschkulisse. Und dann hat er gemeint, ja, die kann vielleicht schreiben und vielleicht wird es dann was draus, genau. Na schön. Ja. Bin ich doch froh, dass ich investigativ dran geblieben bin. Ich zitiere mal aus einem Ihrer Instagram-Posts, und zwar dem vom 20.11.23. Ich schreibe keine Unterhaltungsliteratur mit Happy End. Ich mag es, wenn Protagonisten leiden und Geschichten so realistisch wie möglich sind. Nur leider verkauft sich das nicht so gut. Auch bei Hirnweh frage ich mich manchmal, warum ich es vor fast 4 Jahren für eine gute Idee gehalten habe, ein Buch über Krankheiten und einen Reha-Aufenthalt zu schreiben. Fand ich sehr schön. Wo sehen Sie sich denn mit Ihrem Roman im Literaturbetrieb? Oh, das ist eine sehr schwere Frage. Also ich würde jetzt fast sagen, so Popliteratur, also sowas Moderneres, ist es keine seichte Unterhaltungslektüre wie, keine Ahnung, das kleine Wollgeschäft auf Sylt oder sowas. Also das, sowas kann ich gar nicht schreiben. Und ich meine eben, das sind die Geschichten, die sich verkaufen. Und ich verstehe das, dass die Leute leben in krassen Zeiten, 2 Kriege toben, dass die Leute irgendwie so Eskapismus suchen, Ablenkung, heile Welt. Ich verstehe das total und ich verstehe das auch total, dass sich das verkauft. Nur mir liegt das überhaupt nicht und ich mag sowas auch gar nicht lesen, weil das mir irgendwie zu langweilig ist. Also auch wenn es richtige Krisen gibt in der Welt, ich will irgendwas mit Hand und Fuß lesen. Also nicht, dass die anderen Bücher schlecht sind, das ist ja immer Geschmackssache und über Geschmack lässt sich streiten, aber ich mag es halt schon ein bisschen Sachen, wo es ums Eingemachte geht. Ja gut, aber so wie Sie schreiben könnte, wie war das Wollgeschäft auf Sylt, ja, durchaus für mich interessant werden. Vielleicht ist, nein, wir werden sehen. Ja. Aber ich hoffe jetzt drauf. Ja. Gab es denn aus dem Literaturbetrieb, also ich meine jetzt, ich habe gefunden was vom BR, da sind Sie aufgetreten, in München, im Merkur, und es gibt dann ja verschiedene Rezensionen halt. Gab es denn aber auch andere Reaktionen aus dem Literaturbetrieb auf Ihr Buch und auf die Art und Weise, wie Sie mit dem Thema auch umgegangen sind? Also was ich oft gehört habe, ist, dass es einfach ein schwieriges Thema ist, Krankheiten und Reha, weil es sehr, sehr spitz ist, weil es wenig Leute gibt,
die auf Reha sind, aber so wenig gibt's gar nicht, finde ich. Ich kenne mittlerweile ziemlich viele, die auf Reha waren und auch viele junge Leute, die schon auf Reha waren. Also es ist eher sowas, verkauft sich nicht. Das habe ich oft gehört und schwierig. Das will doch niemand lesen. Also es war auch oft bei Lesungen, wo ich gehört habe, gut geschrieben, aber sowas würde ich nicht lesen. Das ist so deprimierend mit Krankheiten. Ja, also dann ich persönlich, gut, das ist jetzt nur mein eigener Eindruck, wenn man das halt, wenn man sie lesen hört und also die Geschichte hört, dann ist es ja nicht auf eine leidende Art, wie sie schreiben, sondern sie gehen das Ganze eben ja mit Humor an. Das ist schon, finde ich, kommt dann auch nochmal in der Extro, finde ich durchaus ein guter Weg, damit mal umzugehen. Ja. Also, aber ich finde auch, eigentlich sollte es mehr Bücher über so Tabuthemen geben, dann verlieren die so ein bisschen ihren Schrecken. Ist vielleicht schwierig gesagt bei Krankheiten, aber vielleicht fühlt man sich da nicht so allein, wenn man jetzt irgendwie so, ich hatte eine Enzephalitis, ich wusste nicht, was das ist und ich dachte, okay, mein Leben ist jetzt vorbei. Also und ich muss auf Reha, ich bin der größte Loser der Welt. So habe ich mich damals gefühlt und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es Bücher gibt, wo die Protagonisten Ähnliches erleben. Dann hat also auch, jetzt habe ich auch den Namen Milena Starr vom Münchner Merkur eben recht damit, wenn sie, ich paraphrasiere jetzt, humorvoll gegen ein Tabu anschreiben. Das ist dann auch ihre Sicht auf das Thema, also dass sie mit einem Tabu umgegangen sind und sich dem gestellt haben und auch quasi uns damit konfrontieren. Ja. War das dann auch eine Motivation, vielleicht auch die Hauptmotivation, das Buch selbst zu schreiben, dass sie mit dem Tabu umgehen wollten, für sich selbst, aber vielleicht auch generell für andere? Also bei mir ist es so, also bei Hirnweh war es jetzt so, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe ein Buch, das ich selber gerne lesen wollen würde oder zu diesem damaligen Zeitpunkt gerne gelesen hätte. Und natürlich fand ich das dann schon toll, dann auch so zu zeigen, ja, es gibt auch andere Themen in Büchern. Und das war dann, und ich mag es auch gern, wenn so über Tabuthemen auch geschrieben wird, weil es auch, es ist halt noch nicht so ausgeleiert wie jetzt, keine Ahnung, der 500. Familienroman, der während des Zweiten Weltkriegs spielt. Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Begriff Tabu bleiben. Lassen Sie uns mal vielleicht gemeinsam diesen Begriff definieren, also was Sie darunter verstehen. Und mich interessiert, was Sie dazu sagen, also mich interessiert, was Sie über die Gründe denken, welche Gründe es überhaupt gibt, warum solche Tabus heutzutage immer noch bestehen, in einer Zeit, in der im Prinzip alles mehr oder weniger gläsern ist und man glaubt, man sieht alles und weiß alles über jemanden, was natürlich eine Illusion ist. Also in meiner Zeit, also als ich in Ihrem Alter war, das liegt halt ein paar Jahrzehnte weiter zurück und bei meinem Kollegen eben auch, da verstehe ich es noch eher, dass man von Tabus, dass Tabus auch noch sehr dominant gewesen sind, weil es waren halt andere Zeiten. Warum meinen Sie, ist das immer noch so ein Tabu, dass man über, ja, letztendlich über Endlichkeit nicht gerne sprechen mag? Also ich glaube, das ist erstens, will sich damit niemand befassen und auch das Thema Krankheit, das ist irgendwie sehr mit Scham behaftet und ich verstehe es auch nicht, warum da immer so ein großes Geheimnis drum gemacht wird, weil ich glaube, das macht oft viel alles oder vieles schlimmer, weil man dann doch sehr einsam ist mit dieser Sache und ich finde es schade, dass das halt immer, also ich glaube, bei der Generation nach mir, so dieser sogenannten Gen Z, die sind da noch ein bisschen offener, zumindest habe ich da das Gefühl, aber es wird da immer noch rumgedruckst und es ist was Schlechtes und da spricht man nicht drüber, was denken denn die anderen Leute von mir und das finde ich schade, weil es kann ja jeden treffen und das sollte man dann echt, es ist vielleicht dann auch irgendwie sowas, dass man so einem gesellschaftlichen Stereotyp entsprechen will, gesund und alles ist toll und aber so ist das Leben halt nicht. Das Leben ist halt nicht immer, juhu, alles ist super. Es gibt auch manchmal blöde Zeiten und die muss man sich auch klar sein. Und ich finde, das ist vollkommen okay, wenn man darüber spricht. Und man sollte auch darüber sprechen und nicht immer alles schön reden, weil das ist dann auch wieder belastend für andere Leute, die irgendwelche Probleme haben und sich denken, bei meinem Nachbarn läuft immer alles super und nur bei mir geht's den Bach runter. Und in Wirklichkeit hat jeder so sein Päckchen zu tragen. Ja, vielleicht ist das genau das, was die sozialen Medien und dieses Gläsernsein vielleicht sogar noch befördern im Vergleich zu früheren Zeiten, weil man halt
letzten Endes meint, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Genau, man sieht da die top gestylte, super saubere Wohnung und alle ernähren sich super gesund und machen super viel Sport. Und man denkt sich so, oh Gott, bei mir stapelt sich das Geschirr in der Spüle und bei denen läuft alles super. Ja gut, das ist halt Schein und Sein. Ne? Ja, also genau. Da, wo dieses Ringlicht leuchtet und genau. was auch immer man damit anstellt. Ja, erstmals habe ich das auf der Litera Bavarica gehört, da waren sie ja auch präsent und haben ihren Roman ja auch vorgestellt, so haben wir, sind ja auch quasi zueinander gekommen, das war quasi unsere Initialzündung. Da war schon die Rede davon, dass vielleicht, ja, wie soll man sagen, Hirnweh Ghost Hollywood im Raum steht. Erzählen Sie mal davon, worum es genau geht, also es geht um einen Film. Genau, also ja, es geht um einen Film, der vielleicht in ferner Zukunft produziert werden könnte. Also ich war mit Hirnweh im Rahmen vom Filmfest München, ich glaube, das war im Juni, bei einer Veranstaltung, die vom Börsenblatt, das ist so das Blatt des deutschen Buchhandels, initiiert worden ist. Und diese Veranstaltung heißt Book Meets Film und da stellen Verlage oder Agenturen eine Jury wählt Bücher aus, die dann bei dieser Veranstaltung vorgestellt werden und diese Filme würden sich gut für eine Verfilmung halten und bei dieser Veranstaltung haben dann Verlage oder eben die jeweiligen Agenturen, die Autorinnen vertreten, die Möglichkeit, die Geschichte zu pitchen und im Publikum sitzen ganz viele Leute von Filmproduktionsfirmen, also Bavaria, Konstantin, das sind jetzt so die Bekannten, aber es gibt ganz, ganz viele kleine, das habe ich jetzt gelernt. Und dann hat man eben kurz Zeit, die Geschichte zu pitchen und nach dieser Veranstaltung geht man im Nebenraum und dann hat man quasi so seinen eigenen Tisch und dann kommen die interessierten Produktionsfirmen und wir haben dann ganz viele Rezensionsexemplare weggegeben und Visitenkarten bekommen. Das war dann schon interessant und da kam dann auch raus, ah ja, meine Tante war auf Reha und das war so schrecklich und es ist schon ein Thema, wo viele Leute dann doch Berührungspunkte haben und ich glaube, irgendwie könnte man auch gut verfilmen, auch mit wenig Geld, weil es ist ja, spielt in der Reha-Klinik, man braucht nicht viele Kulisse, es sind keine Special Effects, also es würde sich auf jeden Fall anbieten. Mhm. Also ich persönlich sehe es als so eine vierteilige Netflix-Serie oder so. Das wäre lässig, muss ich sagen. Ja, aber bis jetzt hat sich da noch niemand gemeldet, aber das dauert alles, also. Mhm. Ist denn dann, wenn es dann hoffentlich, also es sieht ja sehr gut aus, wie es mir auch schon angedeutet haben, wenn es dann mal weitergeht, haben Sie dann noch eine weitere Rolle in diesem Prozess? Zum Beispiel schreiben Sie vielleicht mit am Drehbuch oder was auch immer? Ich glaube, das Drehbuchschreiben ist nochmal was komplett Eigenes. Deswegen, nee, ich wüsste jetzt gar nicht. Also wie gesagt, das ist alles noch Zukunftsmusik und es muss sich dann auch erstmal eine Produktionsfirma melden und dann dauert das ja alles nochmal ein paar Jahre, bis das dann auch mit Filmförderung und dem ganzen Rattenschwanz. Aber ich würde, glaube ich, nicht am Drehbuch mitschreiben. Ich würde mir schon so ein bisschen Mitspracherecht, so ein bisschen beim Casting oder so erhoffen. Gutes Stichwort. Benennen Sie doch mal die wichtigsten Figuren in Ihrem Buch und wen Sie gerne als Darsteller hätten. Oh, es wurde ich auch schon öfter gefragt, das ist so schwer. Also bei Hannah würde ich es nicht wissen. Bei Serge hätte ich gern Timothy Chalamet. Das ist so der Einzige, der feststeht. Und Dr. Carstensen, vielleicht so ein Heino Ferch oder so, so stelle ich mir den vor. Genau, aber Hannah habe ich so gar nicht vor Augen. Also das ist interessant. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie mir dann doch ein bisschen ähnlich ist. Okay. Aber ich habe ihr extra einen Pony gegeben. Und ich habe keinen Pony. Gut, ja. Wir waren vorhin schon mal eben bei den beim Echo ihres Buches in der Welt, also speziell erstmal beim Literaturbetrieb. Wie ist denn so das Echo unter den Lesenden? Was bekommen Sie da an Feedback? Also ganz oft, das ist jetzt kein Eigenlob, dass es so toll geschrieben ist und dass es auch so lustig ist. Und das freut mich dann am meisten. Oder halt auch, dass sich so viele da hineinversetzen können und dass das halt auch so lebendig geschrieben ist. Also das kriege ich sehr oft. Aber ich habe auch schon gehört, die Sprache ist zu modern. Das Aha. Ja. Okay. Wer hat das, können Sie nachvollziehen, von wem
diese Statements kommen? Also so grob meine ich. So bei Amazon natürlich nicht, aber ich kriege natürlich so irgendwie im Freundes- oder Bekanntenkreis mit. Einer Bekannten war es zum Beispiel zu wenig Drama. Das hat mich dann auch total erstaunt. Da dachte ich mir, was denn noch? Was hätte denn noch passieren sollen? Vulkanausbruch? Also das ist wirklich, aber ja, die Geschmäcker sind verschieden. Aber ja, ich habe eine Ein-Stern-Bewertung. Ich glaube, ich habe 3 Ein-Stern-Bewertungen auf Amazon, aber eine mit Text, und der hat dann auch gemeint, das kann man nicht lesen, und er stellt das jetzt in den Bücherschrank, und er hat sich was komplett anderes vorgestellt unter diesem Buch. Es ist nicht jedermanns Sache, aber so viele fanden es wirklich berührend und mochten eben auch den Humor. Hat er denn ausgeführt, was er sich vorgestellt hat? Das ist ein großer Kritikpunkt, dass die Hannah oft so weinerlich rüberkommt. Und dann denke ich mir aber, ja gut, sei du mal krank und musst auf Reha, dann bist du genauso weinerlich. Oder dass sie so Probleme hat, dass sie das hinnimmt. Wieso kann sie das nicht einfach akzeptieren, dass sie jetzt krank ist und auf Reha ist? Wo ich mir denke, ja, aber es ist halt auch schwierig, sowas zu akzeptieren, dass man krank ist. Und das ist auch ein Prozess. Und das ist... Naja, das finde ich dann auch immer, das sind dann die Leute, die am lautesten jammern, wenn sie Schnupfen haben, und dann kommen dann solche Geschichten, ja, stell dich nicht so an. Das hat mich auch sehr, sehr angesprochen in Ihrem Buch, weil ich denke da genauso wie Sie, wenn man in so einer Situation ist, dann will man erstens nicht hören, ja, das wird schon wieder, und oder sowas wie, ja, stell dich mal nicht so an, das kannte ich auch aus meiner eigenen Problemphase. Oder man sieht mir ja auch an, dass ich einen Knick in der Optik habe. Also ich habe Probleme mit meinen Augen. Ja, das ist halt nicht toll. Warum soll man das toll finden? Also es ist nicht gut zu verbittern. Aber ja, das ist ja weder bei Ihnen noch bei mir der Fall. Aber ich finde es gut, dass man auch klar ausspricht, dass das einfach doof ist. Was soll man denn, das kann man nicht schönreden. Ja. Und deswegen bin ich Ihnen auch so dankbar, dass Sie das eben mit Humor auch so darstellen. Man kann es lesen, ohne dass man ein Depri bekommt, finde ich jedenfalls. Ja. Und das macht das Buch so stark, finde ich. Hat denn sich jemand speziell vielleicht daran gestört, dass Sie eben mit Humor das Ganze bearbeitet haben, oder sind es eher so allgemeine Unwohlsein, was man da geäußert hat? Das ist wirklich öfter dieses Weinerliche. Und dieses Weinerliche, da kam die Kritik ausschließlich von Männern. Auch ein guter Freund von mir, der hat auch gemeint, ja, sie ist schon ein bisschen weinerlich. Und dann dachte ich mir, na ja, du bist auch manchmal ganz schön weinerlich. Dir ist das wahrscheinlich nicht bewusst. Und wahrscheinlich ist es dann auch, dass es in Büchern dann nicht oder auch viele nervt, dieser innere Monolog, und dass sie sich so mit sich selbst beschäftigt. Aber ich glaube auch, dass das viele nicht kennen, dass das auch in Büchern vorkommt, so etwas. Ja, ich meine, was erwartet man auch? Man ist da letzten Endes ja auf sich allein gestellt, auch wenn es da Leute gibt. Man ist ja auf sich zurückgeworfen. Da passiert viel in einem selbst. Also dann ist es auch logisch, dass das im Buch so ist. Ja. Deswegen wundert mich das schon ein bisschen. Aber ich bin erstaunt, dass sich in Ihrer Erfahrung nach so wenige eben an Ihrer Herangehensweise selbst stören. Das hätte ich jetzt anders erwartet. Nee, also zumindest wurde es diese Art von Kritik dann noch nicht an mich herangetragen. Okay, das ist, finde ich interessant. Sie haben jetzt hier und jetzt einen Wunsch frei. Und dieser Wunsch geht auch wirklich ohne Abstriche in Erfüllung. Was würden Sie sich wünschen? Also ich würde mir natürlich Gesundheit wünschen, aber abgesehen davon hätte ich gern irgendwie die Möglichkeit, noch ganz viele Bücher schreiben zu können, vielleicht bei einem größeren Verlag, wo vielleicht mehr Geld da ist, dass ich weniger arbeiten müsste, dass ich also meinem Brotjob nachgehen müsste und dass ich halt mich wirklich mehr aufs Schreiben konzentrieren könnte. Das wäre so ein großer Wunsch, den ich habe. Also den Wunsch, den verstehe ich voll und ganz und hoffe auch, dass er wahr wird. Ja. Vielleicht dann doch noch mal eine kleine Nebenfrage, bevor ich zur letzten Schlussfrage komme. Können Sie uns vielleicht so einen kleinen Einblick in das geben, was Sie vorhaben? Sie hadern ja mit sich selbst, Sie kommen irgendwie nicht zurande. Woran arbeiten Sie denn gerade so? Das ist schwierig zu sagen. Also es ist eine Freundschaftsgeschichte, weil ich das Thema Freundschaft auch sehr interessant finde. Und es geht eben so ein bisschen darum, wie man mit Verlust umgeht. Und es gibt aber auch ein dunkles Geheimnis in der Vergangenheit, und dass man manchmal
vielleicht auch nicht der beste oder aufmerksamste Freund war und vielleicht nicht gemerkt hat, dass es dem Freund schlecht ging. Also es ist eine Freundschaftsgeschichte, an der ich jetzt arbeite, sagen wir es so. Gäbe es ja auch einen Anknüpfungspunkt zu Hirnwege mit der besten Freundin. Genau. Deren Namen ich jetzt gerade nicht. Ja. Lara. Lara, danke. Ich glaube, es war Stephen King, der gesagt hat, man hat irgendwie nur so drei Themen, über die man schreiben kann. Es war entweder Stephen King oder John Irving, ich weiß es nicht mehr. Aber das merkt man auch bei den beiden, dass es dann immer recht ähnliche Themen sind. Das ist bei Ihnen aber nicht so, oder? Nee, also vielleicht doch, ich weiß nicht, weil eben dieses Freundschaftsthema dann auch wieder vorkommt. Aber ich finde es eben ist halt auch wichtig. Es gibt ja nicht nur Liebesbeziehungen, sondern Freundschaft ist ja auch eine wichtige Säule im Leben. Ja, das verstehe ich. Also danke für diese Antwort. Die letzte Frage, die ich habe, haben Sie eine Frage an mich? Wie sind Sie dann auf Hirnweh gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. War das bei Literarik? Ja, auf der Litera Barbarica. Wir haben das ja alles mitgeschnitten. Ja. Und ich habe Sie bei mir im Vortrag mitbekommen und dachte mir, klingt gut. Also es war vor allen Dingen erstmal der Titel, dann Ihr Vortrag und dann bin ich einfach durch die Umgebung gelaufen und habe Sie dann relativ schnell gefunden und dachte mir, das probieren wir doch mal aus. Und was hat Sie an Hirnweh so gefesselt? Was hat Sie so gepackt? Die Art, wie Sie damit umgehen, mit dem Thema, der Humor, das hätte ich damals, als ich eben so ein bisschen neben der Spur war, hätte ich mir gewünscht, dass ich das auch gehabt hätte. Also gut, später dann bin ich mit dem Galgen, also wo man diese Infusion aufhängt, bin ich dann nachts durchs Krankenhaus gegeistert, weil ich es nicht in dem Achtbettzimmer ausgehalten habe. Und es auch hieß, Bewegung tut dir gut. Und da fand ich mich auch ziemlich witzig in diesen Krankenhauskitteln, wo hinten drunter eigentlich nicht viel ist. Das muss witzig ausgesehen haben. Und auch generell halt, wenn man mir die Brille wegnimmt und mich irgendwo in den Wald stellt, muss es tierisch komisch ausschauen. Wenn ich wieder nach Hause finden. Also insofern, das fand ich einfach toll und ich wollte dieses Buch haben und mit Ihnen drüber reden. So ist es gekommen. Also dies war sie nun, unsere Hörbahn on Stage mit Lea Hermann als unserem Gast. Es ging um ihren Debütroman Hirnweh. Und gleich vorneweg, lesen Sie, liebe Zuhörende, dieses Buch. Natürlich haben wir alle unseren eigenen speziellen Weg mit Krankheit, Heilungsanstalten und Krankenhausmortadella umzugehen. Und manchem mag Humor als Mittel der Wahl nicht passend erscheinen. Lässt man sich aber auf Hirnweh ein, kann man meines Erachtens nicht umhin, Humor als einen möglichen Weg anzuerkennen. Es muss ja nicht zu Ihrem Weg werden, liebe Zuhörende, aber es lohnt sich, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Denn Lea Hermann schreibt über das, worüber man ungern spricht, auf wunderbare Weise, auf humorvolle Weise, ohne dass dabei die Untiefen verloren gehen, die dieses Thema mit sich bringt. Das zeigt sie schon am Anfang des Buches, als die Momente geschildert werden, die das Leben der Protagonistin Hannah über den Haufen werfen. Und es setzt sich dann sofort, das sich einfinden in die Welt der Reha, das Zusammenleben mit den anderen RehabilitantInnen oder Insassen und nicht zuletzt, sie schreibt davon, wie es ist, wenn man plötzlich auf sich selbst zurückgeworfen ist und sich zurück ins Leben kämpfen muss. Weiterhin viel Erfolg mit diesem Buch. Und natürlich, wir freuen uns auch darauf, Neues von Ihnen zu lesen. Vielleicht auch wieder bei unserem Literaturradio Hörbahn. Hören heißt dabei sein. Ich bin Steven Lundström vom Literaturradio Hörbahn und ich danke Ihnen, Frau Hermann, für dieses wunderbare Gespräch. Ja, gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.